Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Pokémon Schwert und Schild Wi-Fi Battle hier auf diesem Kanal. Endlich mal wieder nach einer kleinen Pause geht es weiter und wir spielen hier mit einem Urgel-Team. Ich habe dieses Team nur um Urgel gebaut, denn Urgel soll scheinen. Urgel habe ich ja bereits als Shiny Pokémon auch gefangen, sogar zweimal in sehr kurzer Zeit. Das Video dazu gab es ja bereits auf meinem Kanal und wir haben hier ein Team darum eben gebaut. Eins mit der Tahai-Beere, also der Beere, die den Spezialangriff um eine Stufe boostet, wenn man unter 25% fällt. Dann noch Offensivwesten, Patinaraya, Walschall, Rotom, Schneideform, also Rotom Mo halt auf Englisch, Lebenorb, Gengar, ein Giftschleim, Galar Smogmog und Plateauschuhe, Monte Carbo. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt mal los. Ich bin ready. Und wir kämpfen gegen den lieben Levi. Ich habe ihn als Gegner über Twitter gefunden. Also ich kannte ihn auch schon vorher, aber ja, ist ein Zuschauer, der ja, mich auf Twitter herausgefordert hat. Beziehungsweise habe ich auf Twitter nach Kämpfen gefragt. Also folgt mir da auch gerne. Ich frage auch auf Discord nach Kämpfen. Das ist immer abwechselnd, je nachdem. Und wir sehen hier ein gefährliches Team. Besteht aus Duraludon, einem Costurso, einem Mamutell, Voltula, Roserade und Apokalyp. Zur Erklärung, wir spielen hier im Underused-Tier, also ne, es gibt das OU, das UU und das RU kommt auch bald und ja, deswegen sind jetzt hier nicht die krassesten der krassen Pokémon dabei, natürlich gibt es einige starke trotzdem noch, weshalb Urgel hoffentlich nochmal ein bisschen mehr scheinen kann, aber ja, wir sehen trotzdem gefährliche Pokémon wie Mamutell, Duraludon, ne, das sind durchaus Bedrohungen, die man nicht außer Acht lassen sollte. So, ich habe mit Rotom, glaube ich, einen ganz guten Lead gegen das meiste, denn ich habe Blättersturm gegen seinen Mamutell, was ganz praktisch wäre. Ich muss auf jeden Fall schauen, wie ich am besten Urgel scheinen lassen kann. Dafür muss ich wahrscheinlich Apokalyp irgendwie wegbekommen. Ich glaube, das wäre das Beste, was ich tun kann. Und ja, ich glaube, wir liegen aber auf jeden Fall mit Rotom, denn ich bin schneller als ein Mamutell und habe dann die Option, dagegen Blättersturm einzusetzen. Weil ich könnte natürlich auch mit Monte Carbo leaden und das könnte halt predicten und Monte Carbo lead gegen ein Mamutell wäre jetzt nicht so super. Aber ich will auf jeden Fall die Tarnschiene und die Stachel rausbekommen. Das wäre praktisch, um sein Team einfach anzuchippen. Aber ja, das größte Problem für Urgel hier, um zu sweepen, ist wahrscheinlich dieses blöde Apokalyp. Also mal gucken. Aber er leadet tatsächlich mit seinem Voltula, was ich nachvollziehen kann, weil der ja direkt die Stickwebs rausholen kann, also das Klebenetz. Und ich glaube, ich gehe hier einfach auf Voltwechsel. Er wird natürlich dadurch sehen, dass ich Gewahlschalt bin, was aber okay für mich ist. Er wechselt aber direkt raus. Die Frage ist, was wechselt er hier rein? Roserade. Nachvollziehbar, nachvollziehbar. Denn so hat er hier auf jeden Fall die Option, jeden Angriff ganz gut abzufangen. Und ich merke gerade, dass die Sounds fehlen. Kann es sein, dass ich die Sounds gemutet habe? Möglicherweise stimmt das. Ist hoffentlich nicht allzu schlimm. Ich habe die Sounds scheinbar gemutet. So, weil man kann sie ja muten mit diesen Kopfhörern hier. Es gibt dieses Item namens Kopfhörer oder irgendwie sowas. Ist ja auch nicht so wichtig, auf jeden Fall. Könnten wir überlegen, sofort in Urgel zu gehen? Ich meine, was macht uns Roserade? Der kann Matschbombe einsetzen, ne? Der kann aber auch einfach direkt in Jumbo reingehen oder in unser Gengar. Ja, ich glaube, wir gehen einfach mal in Jumbo rein. Der sollte ganz gut gegen Roserade dastehen. Problem ist natürlich, dass er sowas wie Schlafpuder einsetzen kann, aber das ist erstmal okay für mich. Ja, und ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal auf einen Eisenschädel. Oder habe ich einen besseren Angriff hier, den ich einsetzen könnte? Ich überlege halt gerade, ob er rauswechseln möchte. Und ob Erdbeben vielleicht eine bessere Option wäre, weil das auch ein bisschen mehr Schaden gegen dieses Apokalyp macht. Ja, ich glaube, Erdbeben ist auch okay. Ja, ich denke schon. Falls er hier drin bleibt, dann ist das so. Aber das glaube ich nicht. Er hat zu viele Antworten dagegen. Er wechselt auch raus und wir gehen hier auf Erdbeben. Und das sollte ganz gut sein. Ja, er geht in Apokalyp, war zu erwarten. Das macht jetzt halt ein bisschen mehr Schaden als Eisenschädel. Und wir bekommen ein wenig Chip schon mal drauf, was praktisch ist für Urgel. Denn wir wollen Urgel hier sweepen lassen. Beziehungsweise immerhin, na, was heißt sweepen lassen? Aber es soll auf jeden Fall was in diesem Kampf machen, ne? Das ist der Plan. So. Da können sie jetzt hier erstmal direkt hochheilen. Das wäre eine Option von ihm. Ich glaube, wir gehen einfach mal in Rotom wieder raus. Ich glaube, das ist das Beste, was ich tun kann. Denn ich will ja nicht in Gengar reingehen, falls er irgendwie auf Spukball oder so geht und ganz lustig offensiv ja, Schaden drücken will. Aber er hat auf jeden Fall keine Überreste. Das ist schon mal praktisch zu wissen. Er geht auf Siedewasser. Ich bekomme hoffentlich keinen Burn-Crit.
Kein Burn, okay. Den Crit nehme ich eher als den Burn, weil der Burn ist halt nervig, so, weil Rotom immer wieder rein und rauskommen will und das wäre halt nervig für den. So, und ich glaube, wir gehen jetzt hier einfach mal ganz frech auf einen Blättersturm. Ich habe gegen Levi noch nie gekämpft, deswegen weiß ich nicht, ob er jetzt hier predikten will und in Mammutel geht. Aber ich könnte es mir halt vorstellen, wisst ihr? Und wenn er hier in Mammutel wirklich gehen will, auf den Voltwechsel, dann wäre es halt krass. Er weiß halt auch, dass ich Gewalschad bin. Na, wobei weiß er noch nicht. Er geht in Roserade, schade. Ich wollte mich gerade sagen, weil ich ja schnell als Voltula war, aber er ist ja direkt mit Voltula rausgewechselt. Okay, wir gehen auf Blättersturm. Das macht soliden Schaden, definitiv. Das macht eigentlich nicht so viel Schaden, aber es ist vierfach resistet. Dafür ist es okayer Schaden, ne? Also wir haben ja auch keinen Giftschleim gesehen, also auch kein defensives Set. Ja, ich glaube, wir gehen jetzt hier einfach mal in Gengar rein. Wobei wir auch in Jumbo wieder reingehen könnten. Jumbo ist halt meine beste Antwort dagegen. Die Frage ist, darf ich Jumbo anschippen lassen? Ja, darf ich. Er hat nicht so... Also ich habe ein offensivfestes Set, ne? Wobei Duraludon könnte sonst problematisch werden. Ne, ich glaube, Cheshire ist doch hier eher der Player, so Gengar. Denn ich brauche mein... Hier, Monte Carlo sag ich schon fast. Mein Elefanten, Patinarei auf jeden Fall für Duraludon. Er geht in Mammutel. Ja, das ist okay. Problem ist natürlich, dass er Gewalschalt sein könnte. Erdbeben haut mich weg, so, das ist die Sache. Aber ich habe natürlich dafür mein nices Galasmogmog. Denn die Sache ist natürlich, dass ich hier Schwebe auf diesem Set habe, weil Mammutel eben so eine große Bedrohung ist. Und aus diesem Grund habe ich mich hier für Schwebe entschieden. So, auch wenn die andere Fähigkeit auch ganz cool ist, also Reaktionsgas. So, ich glaube, wir gehen hier einfach mal auf ein Irrlicht. Einfach irgendwas verbrennen. Wieso nicht? Ich denke, das schadet nie. Da bin ich mal gespannt, was er hier machen wird. Er hat auf jeden Fall noch keine Tarnsteine rausbekommen, was praktisch ist. Er geht aber jetzt auf die Tarnsteine, okay. Wenn wir schon davon reden. Aber die Sache ist, solange wir mit Irrlicht treffen, ist mir das halt sowas von egal. Weil ich kann ja auch mit Turbodreher die noch wegbekommen. So ist es nicht. Und dieses Mammutel erstmal unschädlich zu machen, ist sehr, sehr gut. Oder untauglich fast schon, ne? Also ein verbranntes Mammutel, ja, das macht nicht viel Schaden. Das macht nicht viel Schaden. Also die Frage ist, was will er hier reinwechseln, ne? Wir könnten einfach mal auf einen Donnerblitz oder so gehen. Weil hier drin wird er nicht bleiben. Er wird nicht drin bleiben, meine ich. Wobei, nee, dann ist Wunderdampf eigentlich besser. Ja, Wunderdampf ist besser. Trifft mehr aus seinem Team. Ich denke mal, dass er auch hier in Duraludon gehen könnte. Ja, genau, und da ist Wunderdampf ganz gut. Vor allem, weil ich eine 20% Chance habe, ihn zu verwirren. Was ich auf jeden Fall nehmen würde, keine Frage. Nehmen wir das. Die Sache ist, es ist super weird, dass halt die Pokémon... Oh, wir bekommen den Crit. Dass die Pokémon-Sounds da sind. Aber die... Ja, Attacken halt nicht. Also davon keine Sounds. Ich hoffe, das ist echt nicht schlimm für euch. So. Aber das werde ich fürs nächste Mal wieder fixen. Dafür haben wir bisher auf jeden Fall schon mal einen guten Kampf. Also bisher ist noch alles offen, ne? Und Urgel ist immer noch da. Also Urgel kann was machen. So, wir gehen auf jeden Fall raus in Patinaraya. Wir wollen den Draco Meteor abfangen, der jetzt hier wahrscheinlich kommen wird. Oder sogar der Stahlstrahl, okay. Der misst sogar, aber ich glaube, das ist... Ich wollte sagen, das ist sogar gut für ihn, aber ne, er bekommt trotzdem den Schaden. Ja, das ist nicht so gut für ihn. Aber es hätte auch nicht viel Schaden gemacht, um ehrlich zu sein. Also wir werden es ja gleich sehen. Ich glaube, er wird nochmal auf Stahlstrahl gehen. Wir gehen einfach nochmal auf Erdbeben. Ich glaube, damit verlieren wir nicht wirklich was. Und er geht jetzt hier tatsächlich doch raus, okay. Was wechselt er rein? Er geht wieder Apokalyp, okay, okay. Will das wahrscheinlich auch wieder hochheilen. Ich muss jetzt halt langsam mal sicher mal die Tarnsteine wegbekommen. Mit Monte Carlo und vielleicht selber mal die Tarnsteine legen. Das wäre sehr, sehr wichtig. Aber erstmal wechseln wir natürlich raus in... Ich glaube in Gengar, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass er hier einfach mal auf Kraftabsorber gehen wird. Und das können wir halt ausnutzen, denn Gengar kann jetzt hier Druck aufbauen. Das ist das Gute. Da kommt die Genesung. Ja, okay, er hat sogar Genesung, keinen Kraftabsorber. Ist okay. Er heilt sich komplett hoch. Na, nicht ganz, weil er keine Überreste hat. Und wir können jetzt einfach mal Spukball so ziemlich drücken. Er wird, denke ich mal, Duraludon abwerfen, aber damit kann ich leben. Ja, ich glaube, ich gehe auf Spukball. Wobei, ich würde ganz gerne auf Zauberschein gehen. Nee, nee, nee. Wir gehen hier einfach... Wir gehen hier einfach auf Spukball. Ich würde halt gerne auf Zauberschein gehen, falls ein Costoso reingeht, aber ich sehe ihn halt nicht in Costoso weg. Wie, tatsächlich ein Costoso? Was ein Mad Lad, was ein Mad Lad. Ah, Leute, ich sag's sogar noch extra und dann macht er es wirklich. Der Fiesling, Alter, der Fiesling. Ich dachte, komm, gehe ich auf Zauberschein, aber nein, eigentlich ist Spukball mein bester Play. Ein Costoso ist gefährlich, wenn er es reinwächst. Also für ihn ist es gefährlich, weil ich hätte auch auf Schlammwurm gehen können, auf Zauberschein, so auf viele Optionen. Aber ich wollte halt nicht auf diese Optionen gehen, weil falls er ganz lustig drin bleibt mit Apokalyp,
dann habe ich halt ein Problem, weil er kann dann auch auf Spukball gehen, falls er es im Set hat. Aber er könnte es halt im Set haben und Gengar ist dafür noch zu wichtig, deswegen gehe ich da lieber kein Risiko ein. Und ich bin ja gerade im Vorteil, deswegen, solange man im Vorteil ist, muss man jetzt noch nicht groß predikten, ne? Und irgendwie, ja, sowas riskieren. Wie in dieser Situation. Er macht hier einen sehr klugen Double auf jeden Fall, geht raus in Voltula. Dann kann ich aber leben. Denn das ist, glaube ich, die beste Option, um vielleicht sogar Monte Carlo hochzuheilen. Ich glaube, das ist hier die Option, ja. Oder das, was ich hier machen möchte. So, ich glaube, wir gehen hier in Monte Carlo rein. Ja, da sehe ich mich tatsächlich. Wir sind speziell defensiv, wir haben die Plateauschuhe. Wir sollten den Donner überleben. Und dann können wir auf Turbodreher gehen, was ganz praktisch wäre. Er geht auf Donner. Und das sollte weniger als 50% machen. Ja, das macht viel weniger als 50%. Keine Paralyse, Dankeschön. Und wir gehen jetzt hier erstmal auf den Turbodreher. Die Explosion im Set muss natürlich auch sein. Er geht auf Voltwechsel, kann ich nachvollziehen. Hat er einen Geist-Pokémon? Ah, er hat Apokalyp. Ah, hätte ich vielleicht auf Titanstein gehen müssen. Ah, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Das habe ich in dem Moment ein bisschen ausgeblendet. Ja, Apokalyp kommt rein. Das habe ich leider ein wenig ausgeblendet. Ah, das tut weh. Das tut leider ein wenig weh. Hm. Das habe ich leider ein wenig ausgeblendet. Das gefällt mir nicht. Dann hätte ich lieber die Titanstein rauslegen sollen. Ja, dann müssen wir wohl wieder in Rotom gehen und haben dann wieder das Problem, dass er Schaden da drauf bekommt. Aber ja, oh Leute, jetzt könnten wir gerade den Vorteil verspielen, den wir hier uns geholt haben. Er geht auf Irrlicht. Okay, interessanter Play. Interessanter Play. Aber ja, mein Play war es auf jeden Fall so, nicht drin zu bleiben. Das ist klar. Und wir gehen hier, glaube ich, auf Blättersturm. Ich glaube schon. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass er jetzt sich denkt, Alter, er geht jetzt auf Voltwechsel und ich gehe in Marmutell rein. Ja, Leute, Levi predicted habe ich ihn. Ich habe ihn predicted. Jetzt darf Blättersturm nur nicht missen. Blättersturm kommt, Blättersturm trifft und damit ist Marmutell weg und damit ist seine Elektroimmunität weg. Und damit kann Rotom auf jeden Fall jetzt hier schon mal ein bisschen mehr Spaß haben in diesem Kampf. Natürlich sind wir verbrannt und die Tarnschellen liegen noch, das heißt, kann auch ein bisschen lustig herumwechseln, aber das ist okay für mich. Gut, 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 das gefällt mir. Und ich habe mir auch fast gedacht, dass er das machen wird, weil Marmutell ist verbrannt und hat die Tarnschelle gelegt. Das heißt, er wird damit nicht mehr allzu viel machen hier in diesem Kampf. Und das bringt ihm nicht mehr so viel. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass er das erst recht machen könnte. So, ich glaube, wir können jetzt in Jumbo reingehen. Denn die Sache ist, Duraludon ist fast tot. Jumbo wird deswegen nicht mehr so sehr gebraucht. Und Gengar muss ich jetzt hier nicht anschippen lassen. Deswegen gehe ich in Jumbo rein. Und ich bereite alles vor, Leute. Ich bereite alles für dieses Urgel vor. Das ist zumindest mein Plan. So, Spukball hat er auch im Set für Gengar. Interessant, interessant. So, machen wir jetzt hier einen Double. Sein Dingens Predictant. Sein Apokalyp. Ich glaube, das ist jetzt so die beste Möglichkeit, um sein Apokalyp zu predikten. Wir gehen hier in Gengar rein. Ah, er bleibt drin. Was? Was? Er bleibt drin. Tu mir das nicht an. Geh bitte nicht auf Spukball. Levi. Ah, er geht auf Spukball. Oh. Genau jetzt, wo ich predikte, dass er rauswechselt. Ah, okay. Ich hätte jetzt echt gedacht, gut, wir holen uns jetzt den Vorteil. Und das hat ihm natürlich jetzt stark geholfen. Krass. Gut, dann werden wir jetzt wohl Kirishima reinholen und die Tarnsterne uns holen. Denn die werden sehr, sehr wichtig in diesem Kampf noch. Ja, aber das ist natürlich schade. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Apokalyp ist natürlich jetzt hier gefährlicher geworden. Ah, das gefällt mir halt gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Ich schaue nur gerade, ob Stachler besser sind als Tarnstein. Und wenn ich so auf sein Team schaue, sind Stachler besser. Deswegen gehe ich auch für die Stachler. Ach, Leute, das gefällt mir nicht. Er geht in Apokalyp, ist ja klar. Wir gönnen uns jetzt aber hier die Stachler. Und ja, es ist natürlich jetzt ein kleines Problem. Weil Rotom ist unsere beste Antwort dagegen. Und der ist halt auch schon ganz gut angechippt. Das ist durchaus ein Problem. Wir haben Smogmog mit Donnerblitz. Das heißt, ich werde wahrscheinlich dafür gehen. Also ich werde da reinwechseln. Ja. Und dann müssen wir gucken, ob wir mit Ogel irgendwie den Sweep hinbekommen können. Das wird... Wir müssen alles auf eine Karte setzen. Das wird sein, Leute. Das wird sein. Der Ogel-Sweep. Dafür gehe ich. Also er geht auf einen Siedewasser. Macht sehr guten Schaden. Alter, macht das guten Schaden. Das war ein Crit. Oh nein, will kein Burn. Der Crit ist tatsächlich uncool. Weil ich weiß gerade nicht, ob ich der nächste Hit besiegt. Aber ich bin schneller. Das heißt, ich glaube, ich gehe auf Donnerblitz.
Da gehe ich erstmal wundert auf Leitteiler. Weil ich will halt danach mit Ogel reingehen und versuchen zu sweepen, weil so viel Zeit haben wir auch nicht mehr in diesem Kampf. Ich glaube, Leitteiler ist hier der Play und danach Donnerblitz. Okay, er ist tatsächlich schneller. Komm, wir müssen das überleben. Sonst war der Crit richtig schlimm. Wir überleben es nicht. Och Mann. Und was ist denn hier los? Dann kommen noch Hex dazu. Das kann doch nicht sein, Alter. Das kann doch nicht sein. Ja, Leute. Es ist wohl Zeit für Ogel. Es ist wohl Zeit für Ogel. Wobei, ich glaube noch nicht. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal in Rotom rein. Ich glaube, es ist noch nicht Zeit für Ogel. Hier kommt nochmal Tarnscheinschaden. Ich glaube, es ist noch nicht die Zeit gekommen für Ogel. So, wir gehen jetzt hier erstmal auf einen Voltwechsel. Ey, draus. Wahrscheinlich ein Roserade. Ne, ein Duraludon. Okay, wirf den ab. Deswegen wollte ich noch nicht Ogel reinwechseln. Genau, weil er kann dadurch mich eine Dynamax-Runde stallen und das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. So, die Frage ist, geht jetzt in Roserade? Weil ich könnte mir sogar vorstellen, dass das Roserade einen Wahlschall trägt. Das wäre eine Sache, die ich mir sehr gut vorstellen kann. So wie er es gerade eben gespielt hat. Ach man, das tut mir immer noch weh, dass ich Gengar so verloren habe. Weil jetzt dieses Apokalyp nerviger sein wird. Aber so oder so, wir werden alles auf eine Karte setzen. Ogel, wirst du deine Sternstunde heute bekommen? Ich weiß es nicht. Er geht in Voltula rein, okay. Wir gehen auf jeden Fall auf den Voltwechsel. Das sollte klar sein. Und dann gehen wir, glaube ich, in Monte Carlo. Ja. Und gehen auf den Voltwechsel. Gehen in Monte Carlo wahrscheinlich. Und dann müssen wir es aufs Ganze setzen. Also alles auf eine Karte setzen, meine ich. So, gehen wir in Kirishima. Er wird jetzt vielleicht nochmal Klebenetz oder so legen. Wobei, ich weiß nicht, ob sich das groß lohnt gegen mein Team jetzt gerade. Geht er hier auf den Donner? Ja, geht auf den Donner. Könnte auch mal missen jetzt hier. So ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit. Gerade eben für den Crit. Ah, das ist uncool. Das ist sehr uncool. So. Das wird jetzt halt nicht einfach, ne? Das wird jetzt halt nicht einfach. Okay. Ich werde alles mit Urgel versuchen zu reißen, Leute. Deswegen, wir gehen jetzt hier auf die Tarnsteine. Ey, nochmal auf Donner. Komm, Miss, Miss, Miss. Ah, der gönnt nicht. Der gönnt halt gar nicht. Uncoole Sache. So, jetzt werden wir in Patinaraya gehen. Let's go. Wir gehen in Patinaraya rein. Gehen auf Erdbeben und dann muss Ogel alles reißen. Ja, ich glaube, Erdbeben ist das Beste hier. Erdbeben sollte dieses Voltula killen. Nee, doch Voltwechsel, okay. Dann kann er natürlich jetzt hier in Apokalyp reingehen. Das ist ja klar. Und dann müssen wir jetzt schauen. Können wir das alles mit Ogel reißen oder eben nicht? Apokalyp kommt rein. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, aber die 3 Minuten wurden noch nicht angezeigt. Also alles safe. So, wir gehen auf ein Erdbeben. Das macht soliden Schaden, macht knapp über 50%. Er wird, glaube ich, jetzt hier auf Irrlicht gehen. Das heißt, ich glaube, ich gehe jetzt hier erstmal auf Eisenschädel. Und dann gehe ich auf Ogel. Ich versuche halt alles mit Ogel zu reißen, Leute. Ja, ich gehe auf Erdbeben. Okay, er geht erstmal auf Genesung und nicht auf Ölig. Interessant. Interessante Sache. Ja, ich muss halt irgendwie nur ein bisschen Chip raufbekommen auf dieses Ding. Ich muss nur irgendwie ein wenig Chip raufbekommen. Und dann muss ich mit Ogel versuchen, alles zu reißen. Oder ich gehe jetzt hier nochmal in Rotom rein. Nee. Rotom könnte noch mir das Match vielleicht retten. Er geht auf Siedewasser interessanterweise, nicht auf Irrlicht. Aber er wird trotzdem wahrscheinlich den Burn auch so bekommen. Nee, tatsächlich nicht. Okay. Wir gehen weiter auf Erdbeben. Das macht guten Schaden. Okay, ich glaube, er wird jetzt hier auf die Genesung gehen. Das heißt, wir gehen in Ogel rein. Leute, jetzt ist alles oder nichts. Es ist Zeit für Ogel. Es ist Zeit für Ogel. Kann Ogel alles reißen? Dort ist Shiny Ogel. Kann dieses Ogel-Set alles reißen? Das ist jetzt die große Frage, die uns alle beschäftigt. Hat Ogel jetzt hier seine Sternstunde? Wir gehen auf die Dynadüse, um uns den Init-Boost zu holen. Okay, noch 3 Minuten bis Kampfende. Wir gehen auf jeden Fall auf die Dynadüse. Ich habe ja auch den Dynarülpser, um meinen Spezialangriff zu boosten. Was ja auch sehr, sehr praktisch ist. Oh, Leute, ich bin gerade echt gespannt, ob das was werden kann.
Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. So, wir haben 218 KP. Wenn wir unter 25% fallen, bekommen wir auch nochmal den Teheilbären-Boost. So, da kommt die Dynadüse. Die macht guten Schaden. Das ist schon mal nice. Aid auf Irrlicht. Damit kann ich leben. Es verfehlt. Nehmen wir. So, jetzt gehen wir auf Düna Giftschwall, um den plus 1 Spezialangriffsboost zu bekommen. Und danach gehen wir nochmal auf die Dynadüse, um auf plus 2 inne zu sein, weil ich mir sehr sicher bin, dass er einen Walschei Roserade hat. Und wir wären dann immer noch langsamer. Er geht auf die Genesung. Damit kann ich leben. Damit kann ich komplett leben. Noch 2 Minuten bis Kampfende. Oh nein, wir müssen jetzt schnell drücken. Wir müssen jetzt schnell drücken. So, Dynadüse, let's go. Let's go, let's go, let's go. Einfach drücken, einfach drücken. Das macht super guten Schaden. Die nächste Dynadüse wird ausreichen, beziehungsweise der nächste Orkan. Aber er muss sich ja treffen. Das ist das Problem. Er geht nochmal auf Genesung. Oh nein. Banlevi, die Zeit läuft aus. Bitte mach doch nicht diesen jetzt. Mach doch bitte nicht diesen. Tu mir das bitte nicht an. Jetzt muss Orkan treffen. Ich hab natürlich auch die Möglichkeit, oder hätte die Möglichkeit gehabt, den Regen rauszuholen. Problem ist halt, dass ich auf plus 1 langsamer bin als Roserade. Und deswegen musste ich das machen. Levi, jetzt bitte, mach deinen Move. Bitte, Levi. Ich möchte unbedingt Ogel Schein sehen. Und Ogel kann sweepen hier tatsächlich. Ogel hat jetzt alle Werkzeuge dafür. Was macht er? Er geht auf den Dynamax. Oh nein, oh nein, oh nein. Bitte, tu mir das doch nicht an. Die ganze Animationszeit, Leute. Der Stress, der Stress. 60 Sekunden bis Kampfende. Das ist halt gerade echt sad, Alter. Das ist gerade echt sad. Ich bin gerade so traurig. Wisst ihr, Ogel könnte hier richtig scheinen. Aber mal gucken. Ich gehe auf Orkan. Wie viel Schaden macht das? Komm, Verwirrung oder so. Verwirrt sogar. Okay, triff dich selbst, Alter. Triff dich mal selbst, Apokalyp. Komm schon. Er geht auf Dynaspuk. Die Sache ist halt, der wird uns nicht killen. Und die Teilbär aktiviert sich leider nicht ganz. Okay. Die Sache ist, ich glaube tatsächlich, Urgel würde hier mit dem Ruhrort und so weiter gewinnen. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich mache jetzt sozusagen den besten Play und dann gehen wir das, glaube ich, am Ende nochmal durch. Vielleicht werde ich nochmal Levi fragen, ob wir das Ganze nachstellen können, sodass wir nur dieses Matchup noch haben, weil ich echt sehen möchte, was passiert, Leute. Vielleicht gibt es hier danach noch einen Schnitt, weil wir haben Ogel Schein sehen und das würde mich echt interessieren. Ich glaube, Ogel könnte hier echt was reißen. Ja, Leute, das sieht natürlich blöd aus, aber hey, wir gehen nochmal auf Ruheort. Und Ogel kann, glaube ich, sweepen. Schauen wir mal, ich verliere natürlich jetzt auf dem Blatt Papier gegen Levi, aber ich glaube, Ogel hätte gesweept. Ich habe Orkan, natürlich Orkan hätte daneben gehen können. Ich weiß nicht, ob wir das dann noch weiterspielen werden, weil ich glaube, das ist letztendlich der Ausgang des Kampfes. Ogel hätte gegen Apokalyp gewonnen, ich wäre vielleicht auch irgendwann unter die 25% Bäre gekommen, die Teilbäre hätte sich aktiviert, dann hätten wir mit Orkan Roserade besiegen können, mit Orkan Costoso besiegen können, Apokalyp ist kein Problem. Und sonst war da nichts mehr, oder? Ich glaube, wir hätten das echt gewonnen. Leute, das war's dann von diesem Kampf. Es tut mir leid für den Timeout. Ich würde das gerne noch weiterspielen. Es wäre letztendlich auf Hex angekommen, ne? Ob Orkan daneben geht oder nicht. Also auf eine 30% Chance. Aber wir haben Urgels Schein sehen. Urgels Sternenstunde. Leute, dieses Set mit Dynamaxing ist machbar. Genau, wir haben tatsächlich ist Dynamax gebannt worden, aber wir haben uns dazu entschieden, diesen Kampf nur mit Dynamaxing zu machen. Kurz zur Erklärung. Leute, Bewertung, Kommentare sehr gerne gesehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.